Und da sind wir wieder zurück bei Dawn of Sorrow. Und schauen, wie es weitergeht. Für uns geht es jetzt, glaube ich, erstmal nur ums Untersuchen. Also mit einem weiteren Endboss. Bin ich ja schon wirklich. Habe ich wieder mal was gerissen. Wir können uns in diese tolle Fledermaus verwandeln. Mit der können wir ein paar Sachen erforschen. Da habe ich auch schon eine Visier. Und hier an dieser Stelle, wo ich jetzt gerade bin, da will ich eigentlich nur etwas machen, was der Buster, glaube ich, noch nicht konnte, wenn ich mich nicht täusche. Und eine kleine schwarze Ecke habe ich hier noch frei. Der Bone Dragon hier mit dem Fleeman oben auf, der nervt ein bisschen. So. Der gibt sich gerade so vom Hintergrund ab. Vielleicht noch einer. Seelen bekommen, um die Gemeinden zu müssen. Oh genau, und da haben wir zum Beispiel noch ein Elixier. Das können wir uns holen. Ein starker Trank, hervorragend. Die sind sowieso so teuer, dass wir sie uns gar nicht so oft kaufen können. Den nehmen wir. Fliegen hier nochmal hoch, aber da kommen. Ach ne, hier. Oh, und hier kommen wir sogar auch noch an was ran. Ein Codet zu. Was wir uns später anschauen. Ich habe sowieso das Gefühl, die meisten Schwerter bekommen wir dadurch, oder da einfach eigentlich nur dafür, um sie ja gegen andere, da ist es, das geht ja 7 in Angriff runter, ist also nicht so toll. Ja, wie ich gerade sagen wollte, ich glaube, die meisten Waffen kriegen wir nur, um sie mit Seelen zu verstärken, wozu uns die natürlich die Seelen fehlen, um wirklich starke Waffen zu kriegen. Ups. Ja, da ist wirklich aufgerufen, dass wir das mal irgendwie auf die Reihe kriegen müssen, und zwar Stärkeres hier zusammen zu basteln oder zu schmieden. So, und was jetzt kommt, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, falls ihr schon ein paar Videos gesehen habt, zu unserem Walkthrough. Der Buster war hier schon, ich war hier auch schon mal, aber jetzt können wir natürlich unserer Fledermausfähigkeit. Die ist auch nicht mehr so nervig, wenn man mal die Axt wirft. Oh, was haben wir? Gutes Fleisch. Ja, das wird wahrscheinlich ein Vollheiler sein. So, das war es hier auch schon. Aber das war schon mal was, auch wieder ein kleiner Fortschritt. Oder zwei kleine Fortschritte mit der Waffe und dem Tank. Und jetzt wollen wir mal hier hochfliegen. Übrigens haben wir schon eine Seele, die eignet sich hervorragend, um unsere Magie hier nachzufüllen, ohne Getränke dafür zu verbrauchen.
ich glaube, es ist Dragonazzo gewesen. Die hatte ich zwischendurch mal ausprobiert offline. Habe ich jetzt natürlich keine Zeit für. Aber lohnt sich, auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Eine Tür. Kommen wir natürlich nicht durch. Natürlich. Und hier gibt es eine Statue. So, dann wollen wir mal den Rest hochfliegen. Dann müssen wir hier einen Safe haben, wenn ich mich nicht täusche. Runter, ich glaube, hier gab es einen Bergwolf. Flohmänner. Fu-Anzug. Gut, speichern wir das eben. Schauen uns diese Seite an und dort finden wir einen Turmschlüssel und ich nehme an, der wird für die blaue Tür unten sein. Hier können wir uns warpen. Ja, das kommt dann später. Wir wollen jetzt erstmal das ausprobieren, an der Tür, wo wir eben vorgestanden haben. Kann eigentlich fast nur dafür sein, bin ich der Meinung. Was jetzt passiert. Verfluchte Turmuhr. Oh. Weiter bist du noch nicht gekommen? Du scheinst ja die Ruhe weg zu haben. Was willst du damit sagen? Darius ist durch den von mir geschworenen Feuerdämon stärker geworden. Verstehe. Soll das etwa zu deinem Plan sein? So mal zurück! Ricardo Julius! Ihr könnt nichts mehr ausrichten, Darius ist jetzt nicht mehr zu stoppen. Die Geburt des neuen dunklen Herrschers ist nahezu unabwendbar. Julius, ich verspüre eine magische Energie aus dem Fluss aufsteigen. Das muss Dario sein. Du musst hinter ihm her. Ich kümmere mich um Celia. Oder Celia. Alles klar, Soma. Du hältst dich zurück und überlässt das uns. Ha. Die machen immer einen Aufruf, wie als wenn die Größten wären, wa? So, wo sind wir hier? Das. Okay, ich komme zurück. Ich komme nach hier. Ja, also ich bin immer noch der Meinung, diesen Endboss, den ich hier besiegt habe, den hätte ich jetzt zu dem Zeitpunkt erst machen müssen, deswegen war der auch so mega schwer. Und es wäre an dieser Stelle einfach weitergegangen und wir hätten noch nichts freigelegt, was jetzt zum Beispiel nach diesem langen Korridor, in dem ich eben drin war, schon frei war. Jetzt treffen wir noch ein paar Mal. Was für uns jetzt heißt, wir könnten theoretisch noch versuchen. Ouch. Und fortan zu warpen. Und
und zwar an eine Stelle, wo ich diese Fledermaus nochmal benutzen konnte. Oder ich denke, ich kann sie dort benutzen. Oh Mensch, jetzt habe ich hier schon Probleme beim Umschalten. Da unten haben wir auf jeden Fall die linke Ecke frei. Wie man sieht. Dorf. Haben wir auch noch ein paar Möglichkeiten, was zu suchen. Haben wir auch noch ein paar freie Stellen in der Karte. Natürlich mit so einer Flugfähigkeit ist natürlich wirklich viel für uns zu ermöglichen für die nächsten Videos. Für den Herrn Buster. So, wo hier der Büro fliegen. Aber sieht nach Flaute aus. Obwohl, hier kriegen wir noch eine Kürbiskuchen. Ja. Kürbispole wäre auch gut gewesen mit ganzen Früchten. Muss nur langsam ansetzen, sonst rollst du dir ins Gesicht. Er dir ins Gesicht. Geht gerade die Raid runter. Ja, super. Ah. Saure Milch. Ja, das wäre dann auch wieder was für die Buhlseele. Also aufzuladen hätten wir genug, wenn wir schnell genug umschalten, während wir in einem Kampf sind, der schwer wird. Und wir sind wieder in der Dämonenherberge. Was wir jetzt dringend bräuchten, zum Beispiel auch, wäre ein weiteres Siegel. Denn wir haben ja noch diesen einen mittleren Boss, zu der wir schon ziemlich weit am Anfang hin konnten. Die kommen immer wieder in den Sinn, die sind mit den beiden Schnecken vor. Denn da muss ja irgendwie bald mal was zu machen sein. Warum, der kann ja nicht auf Ewigkeiten leer bleiben. Nicht betreten sein, sage ich mal so. Echt toll platziert. So, und damit speichere ich und wir sehen uns gleich wieder. Ciao.